Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Maker. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, wie viele verschiedene Möglichkeiten man hat, um Bob Oms in irgendeiner Form in Brand zu setzen? Also im Prinzip alle möglichen Sachen, die in irgendeiner Form eine Feuerattacke drauf haben, können Bob Oms in Brand versetzen. Mit einer Feuerblume natürlich auch Bowser Jr. kannst du zum Beispiel, oder auch Bowser. Und das ist echt eigentlich verdammt cool. Vielleicht werde ich sogar nochmal irgendwann ein Level damit bauen, dass man irgendwie immer Bob Oms in Brand setzen muss. Auf verschiedenste Arten und Weisen, weil es gibt eben ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Weil das ist eigentlich eine ganz coole Idee, finde ich, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, heute will ich wieder ein paar eurer Level spielen. Und da fangen wir dann auch natürlich direkt an. Wer hätte es gedacht? Und zwar mit einem Level von, von wem kommt das denn diesmal? Das kommt diesmal von Felix Bogner. Nämlich dieses hier, Eis, heißt es. Abschlussrate liegt bei einem Versuch von 26. Das sieht jetzt noch relativ viel aus, 3,84, aber es wurde nur einmal geschafft von 26 Mal. Deswegen ist vielleicht gar nicht so einfach und der Name ist natürlich auch sehr interessant. Es geht offenbar oben Eis. Ja, und das kann ich auch jetzt schon sehen. Wir werden hier auf jeden Fall viel in der Gegend herumrutschen. Oh, die Stelle ist schon fies, tatsächlich. Scheiße. Ich wollte mal einen tollen Wirbler in der Luft machen, aber das Problem ist halt, wenn ich noch an der Wand bin und den mache, dann mache ich halt einen Wirbelwand. Sprich, ich glaube, ich soll da einfach so rüber. Das ist nämlich sehr viel einfacher. Ja, ist es nicht unbedingt, aber das ist trotzdem einfacher, glaubt mir. Man kommt nämlich auch so rüber, bin ich mir ziemlich sicher, wenn ich die Wirbler einfach immer richtig mache. Ja, eben. Da kommt man ziemlich leicht sogar rüber. Okay. Also man kann es bestimmt auch von oben irgendwie machen, aber so ist sehr viel einfacher. Deswegen bleibe ich auch bei der... Oh Gott! Bei der Taktik. Das Level ist irgendwie cool. Das war jetzt vom Level-Design her nicht so kreativ, weil es einfach nur Blöcke sind. Aber man muss halt wirklich sehr viel hier in der Gegend herumrutschen und muss teilweise sogar das Rutschen irgendwie ausnutzen. Ja, ausnutzen eigentlich nicht wirklich. Eigentlich ist es einem eher im Weg, dass man durch die Gegend rutscht. Aber es ist trotzdem ziemlich cool, weil eben genau dadurch dann das Level ziemlich schwierig wird an einigen Stellen. Und man oftmals Probleme bekommen wird. Und hier kann ich... Ah, okay, er hat dran gedacht, dass hier ich nicht cheaten darf. Okay, also ich muss wirklich da unten entlang. Okay. Also so ein paar mehr Gegner oder Münzen oder sowas wären vielleicht ganz schön gewesen. Aber die Grundidee, dass man einfach nur halt hier... Scheiße, okay, das war knapp. Dass man einfach nur halt hier geschickt durch muss mit Rennen und Wandsprüngen und sonstigem Zeug und währenddessen halt in der Gegend herumrutscht. Die Grundidee mag ich sehr gerne. Halt noch ein bisschen schöner das Ganze verpacken und dann könnte daraus echt ein tolles Level werden. Aber auch so ist die Idee, wie gesagt, schon ziemlich cool. Es ist nichts mega Kreatives, wie gesagt, aber es ist trotzdem halt ganz schön. Und also hier kann ich auch wieder abkürzen. Ich kann einfach hier nach oben. Das geht auf jeden Fall, ja. Aber es ist eigentlich gedacht, dass ich hier nach links gehe, deswegen mache ich das jetzt auch mal. Obwohl es ein bisschen sehr schwierig wird. Okay, ganz vorsichtig. Ich will jetzt hier... Oh Gott! Ich will jetzt hier nicht mehr... Ja, das ist aber schwierig, da jetzt rüber zu kommen, finde ich. Weil ich natürlich auf dem Eis kaum an Geschwindigkeit zulege. Okay. Und auch hier so über einzelne Blöcke zu rennen, ist auch schwierig, weil ich eben auf dem Eis erst ein bisschen brauche, bis ich meine... Oh fuck. Bis ich meine Höchstgeschwindigkeit erreicht... Nein! Erreicht habe! Mann, ich hatte es doch schon. Verdammt nochmal. Ja, da muss man auf jeden Fall drauf achten. Also wenn du nicht immer willst, dass man sich durch den Wandsprung noch irgendwie doof retten kann oder so, dann halt entweder einen anderen Spielstil nehmen, aber ich meine, man braucht ja auch öfter mal den Wandsprung, das ist auch Käse. Aber halt am besten dann irgendwie an bestimmten Blöcken, also bestimmte Blöcke einfach ersetzen durch Stacheln, wenn du nicht willst, dass man an diesen Stellen vielleicht Wandsprünge machen kann. Ja, das ist echt schwierig, da dann rechtzeitig wieder abzubremsen, wenn man da so über Lücken drüber rennt. Weil da muss man halt abbremsen, um dann da eben rüberspringen zu können, aber das ist halt nicht so ganz einfach, da abzubremsen, weil man eben auf Eis ist. Das ist echt ziemlich cool. Ich werde es aber dann doch mal hier abkürzen, weil es schneller geht. So, jetzt sind wir nämlich eh schon da, glaube ich. Ja, da ist nämlich schon das Ziel. Okay. Also wie gesagt, man könnte das noch sehr viel schöner machen mit Münzen, Gegnern, vielleicht sogar Soundeffekten oder sonst irgendwas. Aber die Grundidee, die ist zwar eigentlich total einfach, aber mir hat das Level total viel Spaß gemacht irgendwie. Deswegen kriegt das einen Stern. War echt ganz schön. Okay. Und dann machen wir weiter mit einem Level... Vorne, ich muss mal wieder kurz auf meinen Zettel gucken, was nehme ich denn? Ein Level von ein Dennis Nothing Special. Nämlich erstes törpiges Level. Okay, Abschlussrate liegt bei 8% oder sowas, yep. Ja, wenn das wirklich so törpig ist, dann weiß ich nicht, ob das mir gefällt. Wir schauen mal, ich stehe ja eher auf schönes Level-Design als auch als auf rumdörpen, aber wir gucken mal. Da oben ist auf jeden Fall erstmal eine Piranha-Pflanze, die da ziemlich im Weg ist. Krieg ich ja irgendwann ein Power-Up oder sowas? Oh, das ist eine Piranha-Pflanze da im Weg, ne? Okay. Wie komme ich an der vorbei? Keine Ahnung, der Bildschirm scrollt auch nicht, weil er offenbar die zweite, also die obere Reihe nicht benutzt hat. Achso, ich kann, ja stimmt, ich kann einfach hier sowas machen, richtig. Moment. Zack. Na, komm schon. Zack. Jetzt leg doch ab, du Idiot. Mann, ey.
So, ach ne, der Bildschirm scrollt doch, er hat es nur gerade eben nicht getan. Aus irgendeinem Grund, okay. So, Power Up. Power Up. Ja, Power Up. Her damit. Und es geht offenbar auch hier wieder um den Wandsprung teilweise, aber vor allem um... um hier Piranha-Pflanzen. Und das ist ja sehr interessant, wenn ich auf einen Koopa-Spin jumpe, der auf einem Turm drauf ist, dann verpufft der einfach. Das sah jetzt auch mega interessant aus. Weil ansonsten ziehen die sich an ihren Panzer ein und fliegen dann einfach weg. Das kann ich mal kurz zeigen. Kann ich den ablegen eigentlich? Ja, kann ich. Zack. Ah, nee, der verpufft hier auch. Echt? Das ist aber anders. Das ist in NSMBU anders, weil da fliegt er dann so weg. Da verpufft er nicht. Also da löst er sich ja in Rauch auf quasi. Aber da fliegt dann der Panzer einfach weg in NSMBU im Original. Bin ich mir ziemlich sicher, dass es da nicht so ist. Sehr interessant. So, und wieder ein bisschen Sprungbretter aufeinander stapeln. Um dann nach oben zu kommen. Auch ganz cool eigentlich. Reichen schon zwei? Ne, ich brauche drei, okay. Aber ich habe ja auch drei gefunden. Hör doch mal auf, das immer wieder aufzunehmen, Mario. So. Nein, das Problem ist, dass ich... Das Problem ist halt, dass ich immer den Rennknopf gedrückt halte, so ziemlich. Weil ich halt damit schneller bin und mehr Kontrolle habe. Ich muss jetzt hier loslassen, dass ich nicht das Ding wieder greife. Okay, jetzt darf ich ihn wieder drücken. So. Und da unten war, glaube ich, böses Zeug, habe ich vorhin gesehen. Deswegen da will ich nicht hin. Und hier ist aber eh... hier ist, glaube ich, eh schon fast das Ziel. Wenn mich alles täuscht. Wenn ich die Vorschau von gerade eben noch richtig in Erinnerung habe. So, stirb mal, zack. Und wieder... okay, was kriege ich hier? Kriege ich ja was? Ja, ein Pilz wieder. Und hier nix, außer Münzen. Und wieder Spinjumpen. Hui. Und Wirbelspinjump, yeah. Und kann ich eigentlich von Sprungbrettern aus Spinjumpen? Nee, kann ich nicht, ne? Genau. Okay, da muss ich auf jeden Fall aufpassen. Und hier dazwischen hat ein Betrug, schreibt hier einer. Ja, vielleicht ist er genauso in den... Also die Hitbox bei den großen Para-Koopas ist ja ein bisschen doof. Vielleicht ist er da genauso reingesprungen in seine Fresse. Und das ist ein bisschen doof gemacht übrigens, glaube ich, weil... Ja, obwohl, ja, nicht unbedingt. Ich dachte jetzt gerade, wenn man da rechts reinspringen würde, bevor man das Ziel aktiviert, wäre man da gefangen, aber nee, man kommt ja wieder raus mit Warnsprung, passt also schon. Es ist sehr derpig. Aber dafür, dass es dein erstes Level war, war es eigentlich gar nicht so schlecht, fand ich. Und doch, den gehe ich mal stellen. Also es hatte jetzt keine großen Fehler oder sowas. Ich will eigentlich in Zukunft ganz gerne nur dann keinen Stern geben, wenn ein Level wirklich... Fehler hatte. Wenn ein Level jetzt nicht so mega spektakulär war, aber trotzdem nichts falsch gemacht hat, also keine unfairen Stellen hatte oder sowas, dann werde ich dem wahrscheinlich trotzdem einen Stern geben. Und nur wenn es halt wirklich auch unfaire Stellen hatte oder doofes Level, also extrem doofes Level-Design oder sowas, dann werde ich halt keinen Stern geben. Aber also ich werde schon meistens einen geben, merkt er auch. Nicht immer. Wenn mir das Level wirklich nicht so gut gefallen hat, dann halt nicht. Aber meistens gebe ich ja eh einen Stern. Wollte ich nur noch mal kurz klarstellen. So, dann kommt als nächstes... ein Level, und zwar ein Level von Freezong. Und zwar ist es das Smash Bros. Theme, okay, also ein Musiklevel und wir dürfen rennen, sehe ich schon. Okay, dann mache ich das mal rennen und ich halte kurz die Klappe, dass wir der Musik lauschen können. Los geht's. Okay, bin ich schon am Ziel jetzt? Ne, es könnte noch weiter, okay. Okay, jetzt dürfen wir am Ziel sein, oder? Ja, sind wir, okay. Ja, was ist denn hier noch los? Hilfe, Hilfe. Nein! Was zum Teufel? Ich wurde von dem Ding noch zurückgedrängt, dein Ernst. Okay, was zum Teufel? Ich will mal nochmal, das war falsch, ich will mal kurz nochmal ruhig sein. Und nochmal genau hinhören, weil ich habe es jetzt nicht so mega gut raushören können, so ein bisschen. Wir hören mal nochmal. Also, ja, ist, ich weiß nicht, also es ist schwierig rauszuhören, so ein bisschen höre ich es raus. Das Problem ist halt, dass die eigentliche Super Mario World Musik noch auch mitspielt. Ich glaube, bei solchen Musikleveln sollte man am besten ein Spielthema, also ein Spielstil und einen Hintergrund nehmen, wo die Standardmusik relativ leise ist. Und auf der Overworld ist die halt relativ laut, bei dem Graslandschaftsgedöns. Deswegen hätte man vielleicht beides irgendwie in den Untergrund packen sollen oder sowas. Das wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen. Aber den gebe ich trotzdem auf jeden Fall mal einen Stern, weil... das bestimmt auch ein bisschen gedauert hat, das da immer so richtig anzuordnen. Und deswegen hat das auch einen Stern verdient. Auch wenn ich sehe, dass ihr euch viel Mühe gegeben habt mit einem Level, dann werde ich auch sehr wahrscheinlich einen Stern geben. Wenn ich merke, dass ihr das in 5 Minuten hingeklatscht habt, dann werde ich
öfter mal keinen Stern geben. Ich weiß, ich habe selber auch schon solche Level gebaut, ja, aber ich habe halt nicht so nett viel Zeit. Deswegen, ich muss halt auch mal kürzere Level bauen. Ihr müsst mir ja auch nicht all meinen Leveln Sterne geben, wenn euch die nicht gefallen. Was ich verstehen könnte, weil ich halt auch bessere und schlechtere Level habe. Aber egal. Wir machen weiter mit dem nächsten Level. Und das kommt von Gamer Freak. Piranha Valley nennt es sich. Und es ist die Abschlussrate von 2,27 ist sie. Zweimal wurde es geschafft bei 87 Versuchen. Also nicht so einfach, aber schon irgendwie machbar. Wir gucken mal. Ist auf jeden Fall im alten Stil und wir kriegen hier ein Leben gleich mal am Anfang. Okay, einfach so ein Leben geschenkt. Auch nicht schlecht, und hier ist gleich mal eine Piranha-Pflanze. Wo gehe ich jetzt eigentlich hier gerade entlang? Ist es hier? Okay, hier kriege ich ein Pilz. Oh Gott. Oh mein Gott, das war knapp. Ah, das ist der neue Mario hier auch. Okay, auch cool. Den kriegt man ja, glaube ich, den kann man, glaube ich, nur bekommen, wenn man diese andere Amiibo da hat, glaube ich, oder? War das nicht so? Ja, aber obwohl, ich erzähl Blödsinn. Mit der anderen Amiibo, also es gibt ja zwei von diesen 8-Bit-Amiibos bei Mario. Wie komme ich eigentlich darüber? Da gibt es ja zwei von denen. Und, schieß mal. Und ich glaube, sehr schön. Ich glaube, beide, also bei beiden kann ich einfach nur halt so einen Megapilz mir holen, wenn ich will. Scheiße, was tue ich denn? Kann ich nur so ein, hä, was? Mir so einen Megapilz holen? Und ich glaube, das ist einfach ein ganz, ja, doch, das ist einfach ein ganz normales Kostüm. Habe ich das nicht sogar auch schon? Ich glaube, das habe ich sogar auch schon, oder? Na, egal. Vergesst es einfach, was ich gesagt habe. Auf jeden Fall, ich muss hier, weiß ich nicht, irgendwo einen Stern finden oder sowas? Achso, ich bin ja doof. Ich kann ja, ach, das habe ich vergessen. Ich kann ja da nach oben preschen einfach. Ja, ich irgendwie vergesse ich das immer, dass ich mit den Kostümen, dass es ja wie ein Pilz ist und ich damit auch Blöcke kaputt machen kann. Das vergesse ich immer, weil halt Mario immer noch klein ist und ich da irgendwie nie dran denke. Das ist ein bisschen doof. So, ich kann nicht alle umbringen. Und finde aber nur noch mehr Piranha-Pflanzen darunter. Aber da ist jetzt auch ein normaler Pilz. Ja, aber ich falle doch jetzt hier auch wieder auf die Stacheln runter. Ja, aber ich habe jetzt den Pilz zumindest wieder. Ja, ist ja ganz okay. Geh mal weg da, lass mich in Ruhe. Ich will auch wissen, was da unter diesem Block da ist. Ah, eine Feuerblume, ist ja schon. Perfekt. Ja, ihr lasst mich bitte in Ruhe. Und auch die Koopas, oh Gott. Das ist gar nicht mal so einfach, jetzt hier durchzukommen, weil eben von oben überall die... Oh mein Gott. Oh mein Gott, die Koopas runterfallen. Und die auch noch auf meine Plattform da kommen und mich ärgern wollen. Ach, komm schon. Was soll das? Und das will ich... Fliegt es jetzt nach rechts oder nach links? Ich hoffe mal nach rechts, ja. Passt, okay. Wir kommen, sehr schön. Jetzt kann ich sogar das da auch zerstören. Auch cool. Das sieht ein bisschen komisch aus. Aber wie mache ich jetzt eigentlich weiter? Ich will am besten hier so hoch. Das geht ja auch mit dem... Ich will den Block zerstören. Ist ja egal. Ich brauche den ja nicht mehr. Ich komme ja auch mit dem Kugelbild da nach oben. So, wunderbar. Das Problem ist halt, dass ich jetzt Blöcke nicht mehr aktivieren kann. In NSMBU würde das noch gehen, weil ich da noch Stampfattacken machen kann, aber hier halt nicht mehr wirklich. Das ist halt ein bisschen doof, aber da oben ist eh gar nichts. Das ist einfach nur eine Falle hier oben, oder wie? Hm, scheint so, okay. Ich muss offenbar da nach rechts und auch einen Treffer gleich einstecken wieder. Ja, muss ich leider. Okay. Und hier muss ich als Kleiner durch. Okay. Also er zwingt mich dazu, meine Power-Ups zu verlieren. Das macht die ganze Sache auf jeden Fall nicht gerade einfacher. Das ist klar, aber wenn es eben dafür sorgt, dass ansonsten sein Level irgendwie kaputt gehen würde oder so, wenn ich jetzt hier mit Pilz und noch mit dem Stachelhelm rumlaufen würde, dann ist es schon klar, dass er das natürlich will. Ich will zuerst die Feuerblume mir holen, weil da nämlich auch eine Piranha-Pflanze rauskommt und ich da nicht mehr hingekommen wäre. Und da ist noch ein Koopa. Brauche ich den für irgendwas? Ja, ich glaube eher nicht. Ich will auf jeden Fall wieder zurückgehen hier und die beiden auch töten da. Vor allem die vordere, genau, die hintere kann ich jetzt auch noch schnell töten. So, kratz ab. Und ging's da rechts weiter eigentlich? Ging's da rechts weiter? Oder ist da eine Schlucht einfach nur, eine große? Ja, da hinten geht's auf jeden Fall weiter. Jetzt ist die Frage... Na, was tue ich denn? Ja, den Sprung schafft er aber auf jeden Fall darüber. Japp. Und ich muss mich schon wieder treffen lassen. Oder muss ich? Wartet mal. Ne? Ja, okay. Das wäre bestimmt noch gegangen, ohne sich treffen zu lassen, aber ich hab's leider nicht ganz hinbekommen. Und... Habe ich jetzt irgendwas verkackt? Was kommt da raus aus der Röhre? Gar nichts. Hätte ich hier noch irgendwas mitnehmen müssen? Ja, aber ich hab doch... Mann, ist hier noch irgendwas, ein unsichtbarer Block oder so? Muss ich jetzt echt neu starten? Oder mich halt umbringen? In die Röhre kann ich auch nicht rein, ne? Nee, kann ich auch nicht. Ach Mann, das ist doch... Das ist doch doof. Warum geht's jetzt nicht mehr weiter? Ist doch kacke. Kann ich vielleicht einen von den Koopas da irgendwie rausschlagen aus dem Turm? Ohne dass ich sterbe. Ich glaube nicht, dass es geht, aber ich probier's mal. Ich habe ja eh keine. Ich muss ja eh sterben, so ziemlich. Ja, seht ihr? Das geht nämlich sogar. Ich kann da auf einzelne Koopas sogar draufspringen auf dem Turm. Och Mann. Das ganze Level nochmal. Das war ja auch ziemlich lang.
Aber also das ist tatsächlich ein sehr interessantes Prinzip, dass man sich eben immer mal wieder treffen lassen muss zwischendrin, um eben bestimmte Power-Ups wieder zu verlieren, weil man ansonsten sich das Level an bestimmten Stellen sehr viel einfacher machen könnte. Aber dass man dann am Ende, dass man da auch nochmal ein Power-Up zwingend braucht, um da überhaupt rüberkommen zu können, das finde ich ein bisschen fies. Es kann aber natürlich auch sein, dass ich da irgendwas falsch verstanden habe und es irgendwo, weiß ich nicht, einen Powerblock gab oder sonst was, womit ich da hätte durchkommen können, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall nichts derart, scheiße, nichts derart gesehen. Jetzt kriege ich die Feuerblume nicht. Das ist tatsächlich auch eine ziemlich gute Idee, muss ich zugeben, um eben sowas hinzukriegen, wie es ja eigentlich in den Mario-Spielen der Fall ist, dass man zuerst einen Pilz, zuerst einen Pilz und dann erst eine Feuerblume bekommt, weil das finde ich ja hier im Mario Maker irgendwie ein bisschen doof, muss ich zugeben, dass das nicht möglich ist, dass ich eben nur Pilze oder nur Feuerblumen setzen kann, aber ich würde ganz gerne so eine Mischung halt aus beiden setzen, wo eben dann, wenn ich einen Pilz habe, wo es dann zu einer Feuerblume wird und wenn ich klein bin, dann ist es nur ein ganz normaler Pilz. Das hätte ich eigentlich ganz gerne hier in Mario Maker. Gibt's aber leider nicht, aber ich kann das so ein bisschen tatsächlich machen, so wie es erst jetzt gemacht hat, dass ich einfach unter einen Fragezeichenblock, wo eine Blume drin ist, dass ich da einfach einen Block darunter setze, sodass ich eben groß sein muss, um die Blume bekommen zu können. Das finde ich tatsächlich ganz cool, aber ja gut, das Problem ist natürlich, dass ich halt als Kleiner gar kein Power-Up da bekomme, deswegen ganz dasselbe ist es dann irgendwie doch nicht, im Endeffekt muss man zugeben. Ja, und ich hätte eigentlich echt gerne meine Feuerblume wieder so irgendwie. Warte mal kurz da, was war da links nochmal? Ach, nee, genau, da links war ja auch eine, ne? Richtig, perfekt, okay. Nehmen wir die wieder, sehr schön. So, ich will es auf jeden Fall, ich will zumindest einen meiner Hits mit der Feuerblume nicht schon hier am Anfang verbrauchen, weil ich den dann eben noch gleich brauchen werde. Also bei den Piranha-Pflanzen da oben aufpassen. Ich will am besten die vordere töten und die kann mir mal egal sein, so rüber da. Okay, jetzt kann ich die ja auch töten mit der Feuerblume. Ah, genau, ich muss jetzt gar keinen Treffer einstecken, weil ich eben eine Feuerblume habe, sehr schön, okay. Wow, ernsthaft, ich bin noch reingerutscht, wirklich? Was kriege ich hier? Gar nichts. Nein! Ja, das Problem ist, dass das Level so gedacht ist, glaube ich, dass ich hier eine Feuerblume haben soll. Aber die habe ich jetzt eben nicht mehr, weil ich getroffen wurde, ich Idiot. Was kommt da raus? Ja, wieder mehr Piranha-Pflanzen. Och, nee. Okay, aber ich dachte schon, die würden jetzt Piranha-Pflanzen schießen. Das wäre doof gewesen. Nö! Bin ich jetzt bald mal am Ziel? Och, ein Blindschaum. Bitte sei da unten nichts Böses. Okay, passt alles? Ich will jetzt nicht mehr sterben, das Level ist schon so lang. Komm schon. Bitte gib mir das Ziel. Was kommt der Röhre, aus der Röhre raus? Ich habe aber so Schiss vor Röhren. Okay, da kommt definitiv nichts raus. Yep. Was mache ich jetzt hier? Kann ich in die Röhre rein? Nein. Hätte ich jetzt... Brauche ich jetzt wieder eine Feuerblume oder einen Pilz zwingend? Ja, das ist doof gemacht, finde ich. Also es kann sein, dass hier irgendwo ein unsichtbarer Block ist. Und übrigens, hinter dieser Röhre ist noch eine andere Röhre gesetzt, kann ich da erkennen. Oder irgendwas anderes. Das sieht auf jeden Fall komisch aus. Ja, offenbar brauche ich hier noch einen Pilz, um diese Blöcke aktivieren zu können, weil da dann in einem von den P-Switches oder sowas. Aber habe ich halt nicht. Also sowas finde ich auch immer doof, wenn man dann irgendwie, wenn man bestimmte Sachen nicht hat an dem Ort, wenn man dann nochmal neu starten muss. Davon bin ich auch nicht so der größte Fan, muss ich zugeben. Das hätte man auch besser lösen können. Ich werde jetzt mal noch einen Versuch machen. Und wenn es wieder nicht klappt, dann werde ich, glaube ich, schneiden. Weil ich will nämlich eigentlich das Level schon schaffen. Weil es nämlich nicht so mega schwierig ist. Es hat eigentlich einen ganz ordentlichen Schwierigkeitsgrad, finde ich. Und deswegen würde ich das schon ganz gerne schaffen wollen. Ist auch echt ein cooles Level eigentlich. Ich meine, das Prinzip mit den Piranha-Pflanzen ist ganz cool, dass halt im ganzen Level überall Piranha-Pflanzen vorkommen. Und auch die Einzelideen in dem Level sind teilweise ganz cool, wie ich finde. Das war knapp. Aber das am Ende da, also das, was da die ganze Zeit am Ende kommt eben, dass man halt ständig seine Power-Ups noch behalten muss, irgendwie, das finde ich ein bisschen doof gelöst, muss ich zugeben, weil man dann eben neu starten muss. Außer da ist irgendwo ein unsichtbarer Block, den ich übersehen habe. Aber selbst dann ist es auch nicht so toll, weil ich finde es auch ehrlich gesagt als... Ach, scheiße, hey. Ich finde auch ein Level-Design, wo man einfach nur irgendwo einen unsichtbaren Block finden muss, auch nicht... Was zum Teufel? Auch nicht so gut, muss ich sagen, weil das eben nicht ganz so spannend ist, da einfach alles abzuklappern nach einem unsichtbaren Block, den man dann irgendwie sucht, um dann da eventuell dadurch weiterkommen zu können, weil man nur dem unsichtbaren Block halt ein Power-Up oder ein P-Switch oder sowas findet. Das finde ich auch nicht ganz so toll. Oh Gott, ey. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das finde ich auch nicht ganz so toll eben, wenn man das in sein Level einbaut. Einfach nur einen unsichtbaren Block, den man irgendwo finden muss, um eben weiterkommen zu können. Schieß mal wieder, bitte. Hallo? Dankeschön. So, und hoch da. Nee, stimmt, ich muss da ja gar nicht hoch. Ne? Ich will da mal nach oben, da ist ja gar nichts. Ich will da hier entlang gehen. Soll mir auf jeden Fall gleich auch wieder die Feuerblume krallen als allererstes, dass ich wieder da ein bisschen mehr auf Sicherheit spielen kann. Aber ich will auf jeden Fall die Feuerblume nicht verlieren. Ich will die...
Am besten natürlich bis ganz zum Ende des Levels behalten, weil ich dann wirklich ganz, ganz auf der sicheren Seite bin. Weil ich dann eben mich da überall durch... Ach, war das knapp. Mich da überall durchballern kann durch die Gegner. Aber ich darf natürlich nicht wieder reinrutschen in den Gegner oder so, weil das war gerade eben echt ein bisschen bitter irgendwie. Muss ich zugeben. So, dann euch alle töten wir. Und diesmal vorsichtig sein, Mario. Nicht in den Gegner reinrutschen. So. Na, ich bin jetzt extra nicht weit genug gesprungen. So, jetzt sterbt mal alle. Gut. Und damit sieht es doch jetzt schon deutlich besser aus. Jetzt kann ich nämlich hier auch einfach die alle töten und habe noch meine Feuerblume. Selbst wenn ich jetzt noch einmal getroffen werde, ich bleibe ja trotzdem noch groß und kann immer noch diese Blöcke am Ende da zerstören, was auch sehr gut ist, weil ich das ja offenbar... Oh Gott, das war knapp. Weil ich das ja offenbar tun muss, um da eben dann einen Peace Witch oder halt sowas zu finden. Also ich denke mal, dass es so funktioniert. So, wir schauen mal. Finde ich irgendwas Tolles? Pilz. Ich finde so ein... Megapilz, ja, das ist natürlich... Oh, okay, und da ist dann das Ziel dahin. Das ist sogar auch eine ganz coole Idee gewesen. Und er prescht noch da nach hinten. Okay. Ja, wie gesagt, das am Ende ist ein bisschen doof, finde ich. Vielleicht gab es irgendwo einen unsichtbaren Block, wie gesagt. Ja, aber das mag ich auch nicht so gerne, wenn man den einfach finden muss. Aber dennoch hat mir das ganze Level eigentlich trotzdem ganz gut gefallen. Deswegen kriegt es auch einen Stern. Okay, Leute. Dann will ich aber sagen, war es das für diesen Part von Let's Play Super Mario Maker. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, vielleicht auch meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es morgen... Was kommt morgen eigentlich? Was ist morgen für euch? Mittwoch ist morgen für euch. Wenn es morgen genau mit der 10 Mario-Herausforderung weitergehen würde, oder eigentlich nicht wirklich, eigentlich geht es ja eher weiter mit den Nintendo World Championship Level mit den Vieren. Da freue ich mich schon richtig drauf, weil die sind alle ziemlich cool. Die kenne ich ja auch schon, weil ich die Nintendo World Championship gesehen habe. Und die Level werden ziemlich cool und auch relativ anspruchsvoll. Die sind gar nicht so einfach, also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.